Ja, so Checker-Freunde, hier mal ein Video jetzt zum, sagen wir, zum Spurverlassassistent und Spurhalteassistent. Jetzt sagt er mir, ich soll das Lenkrad anfassen. Ja, aber das lenkt er mit hier. Jetzt hält er uns wieder in der Mitte. Wir haben diesen Lane Assist mit an Bord, der ist praktisch den Stop and Go Stau Assist mit an Bord. Ja, Entschuldigung. Mit an Bord, dass er uns mittig in der Spur hält. Ja, ansonsten hat er Serie im GT, auch im GT-Line, den Spurverlassassistent. Ja. Sowie auch Müdigkeitswarner, Berganfahrassistent, Rückfahrassistent, sprich Auspackassistent, Rear Traffic, also der Auspackassistent, dass er schaut, ob rechts und links nichts kommt. Das werden wir auch noch testen. Aber ansonsten meckert er da schön und er lenkt auch mit. Ja, der meckert da schon wieder, dass er, dass ich die Linie überfahren habe. Es ist ja wirklich was, der Stauassist mit dem Lane Spurführungsassistent ist momentan wirklich nur was für die Autobahn. Ja. Dieses kurvige Zeug, das mögen sie noch nicht so. Aber obwohl er das eigentlich jetzt immer so ganz leichte Kurven souverän macht, aber es ist für die Autobahn gedacht, für die langen Kurven, ja, für die langen Geraden. Genau. Aber ansonsten, so fährt er da wunderbar alleine mal runter. Er bremst auch, hält die Geschwindigkeit. Ja, so. Jetzt gehen wir in den Bremsmodus kurz auf die Autobahn. Also das hat auf der Landstraße schon mal gut funktioniert. Vibriert auch und er piepst auch und er lenkt auch zurück. Ja, jetzt fahren wir schon auf die Autobahn. Und da werden wir noch auf der Autobahn das kurz testen. Und er hört sich mit der Duplex-Auspuffanlage im GT, die nur da Serie ist im GT, von dem ProSeed richtig gut an. Richtiger Checker-Modus. Also ab auf die Autobahn. Und wenn ich jetzt blinke, sollte eigentlich auch da hat er gehupt und hat mir angezeigt, ich kann nicht, oder ich soll nicht die Spur wechseln, weil es gelb leuchtet. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ganz links, das ist auch Serie. Also das hat er, macht er wunderbar. Er passt sich hier an. Und wenn ich jetzt rübergehe und wieder hochgehe, dann müsste er auch wieder mit hoch beschleunigen. Ja. Und er bleibt sauber, mittig in der Spur. Das ist wunderbar. Jetzt biegt man hier wieder ab. Und dann sollte er dann eigentlich auch den Vordermann abbremsen. Gucken wir mal, ob er da runterbremst. Ja, er bremst runter. Ja, oh, das macht er aber arg. Und er bremst bis auf Null runter. Ja, ich bewege meinen Fuß nicht. Ist schon interessant. Ja, jetzt stehen wir. Und das macht er schon ganz gut. Ja, jetzt hier nochmal ein kleines Video. Ich habe mal die Grafik verändert in dem mittleren Display, in dem Supervision, wie es Kia nennt. Es gibt ja auch noch das 12,25 Zoll Voll-LCD-Display, das haben wir jetzt nicht an Bord. Aber der hält sauber den Abstand und lenkt auch diese langen Straßen, sage ich mal, mit den langen Kurven hier, das meistert er souverän. Schon echt gut. Also da kann man echt nicht meckern. Für das ist es gerade so gedacht und natürlich Autobahn, aber alles andere macht keinen Sinn auf der Landstraße. Das adaptive Abstandssystem schon, ja, gibt es aber auch nur in Verbindung sowie mit dem Stop-and-Go-Assist den Spurführungsassistenten, den miterhält, nur mit der Automatik. Ja. Beziehungsweise mit dem Doppelkupplungsgetriebe, ja, das wir an Bord haben, das 2000 Euro extra kostet. Also er macht das auch recht lang, also das ist schon ordentlich. Und da lenkt er wirklich sauber in der Spur, das muss man echt lassen, also das ist wunderbar. Hier können wir noch den Abstand zum Vordermann machen, so lassen wir uns noch ein bisschen fallen. Und da fährt er das echt sauber und das ist dann schon echt auf der Autobahn eine entspannte Geschichte, ne? Und habe auch eine schöne Grafik.
Das sieht schon sehr edel aus. Also gute knappe 20 Sekunden haben wir hier, was er selber lenkt. Und das ist in Ordnung. Manche haben 15, manche haben 25. Aber das passt. Aber das macht er echt gut hier. Müdigkeitswarner, Ausparkassistent, toter Winkelassistent, Anfahrassistent, ja. Spurverlassassistent, Front Collision Warner mit Fußgängererkennung, der sogar komplette Notbremsung macht, wenn man nicht angreift, ist serienmäßig mit an Bord. Also da haben sie schon Gas gegeben, Kia. Das ist gut, dass man das nicht extra kaufen muss. Ja, das ist schon interessant. Also, ja. Wenn man länger drauf bleibt, geht er 10er Schritte hoch. Ja, dann passen wir uns da im Verkehr mal an. Gehen wir ein bisschen hoch. Ja, 100. Ja. Schildererkennung ist im Navigationspaket. P11 nennt sich das mit dabei. Das ist für, wenn ich blink, setze es kurz aus. Das ist für GT-Line sowie auch für GT-Orderbar. Und dann gibt es mittlerweile das große Navi mit 10,25 Zoll und hier das über 12 Zoll Display in der Kombination. Dann ist es schon eine edle Geschichte. Ja? Wir haben hier das 8 Zoll. Mit an Bord. Ja, jetzt setzen wir ihn kurz außer Betrieb, dann gehen wir auf 0. Und nachher mit Resume, und dann, wenn wir den Stop and Go haben, müssen wir entweder auf Resume drücken nach vorne oder kurz ein Stückchen Gas geben. Dann fährt er wieder von alleine an und nimmt die letzte gefahrene oder eingegebene Geschwindigkeit bzw. die Geschwindigkeit zum Vordermann dann automatisch an. Ja, und nicht vergessen, geht mal beim Auto aus Putzlacher in Markstadt, ist in der Nähe von Leonberg, Sindelingen vorbei. Da haben wir das Fahrzeug her. Das ist echt cool, die haben einen da. Die haben mal noch den Stinger da, den wir getestet haben. Auch ein cooles Fahrzeug in der Maximalversion. Also wirklich, Kia, er gibt Gas. Das finde ich gut. Also, vergesst nicht, Hauptcheck-Video, VMAX-Video, System-Video haben wir noch. Einpack-Assistent-Video haben wir noch. Sound-Video haben wir noch. Ja, alles an Bord. Yo, Checker-Freunde, schön bei Nacht, dass man mal die Lichtausbeute sieht. Hoffen, man sieht es ein bisschen auf der Kamera. Das LED-Licht vom das serienmäßig ist beim GT-Line, beziehungsweise beim GT wie hier. Das ist ganz gut. Es ist kein adaptives Arbeiten des LED, es ist, ein, ich sag mal, ein Stars. Und dann haben wir noch Fernlicht, beziehungsweise der Fernlichtassistent mit an Bord. Und ja, jetzt mache ich gerade noch ein bisschen schön bei Nacht den Spurführungsassistent, Assistent und genau, ob der auch bei Nacht gut funktioniert, das tut er. Ja, und von dem her ist es einwandfrei, die Geschichte, sauber. Ja, und das Lenkrad knapp, wie gesagt, 20 Sekunden. Ist auch okay und ja, funktioniert. Mal kurz ein Nachteinblick. Und wie gesagt, der Fernlichtassistent der Serie. Brauchen wir nicht extra ordern. Und dort ist lenkt er wirklich. Ich habe mein Handy hier weg, ne? Damit ihr das seht hier. Hallo, schau, hier. Ich bin immer nur etwas griffbereit, falls was ist. Und aber solche Dinge lenkt er ganz sauber mit. Also macht er gut, er hat dann einen Strohballen verloren. Ja, das macht er einwandfrei hier. Das bremst er ein bisschen. Und hier, dann nimmt er jede Spur sauber mit. Ja, und die Kurve nimmt er auch. Ja, jetzt biegen wir ab. Und dann haben wir es schon. Ja, danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da.
Und wenn ihr uns weiterhin folgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt